Wir wollten mal fragen, ob wir euch eine Frage stellen können. Nee, nicht. Kannst du die Kamera ausmachen? Ist das da nicht hinten, Hermann? Komm, wir gehen da mal hin. Das ist er, glaube ich. Hermann, was machst du da? Hi! Auch hier! Hey! Bruder! Ja. Wollen wir ein Video zusammen machen? Ich denke schon, oder? Ja, krass, Mann! Lass mal starten! Geil! Wir sind hier heute auf der Jagd und Hund. Und ihr kriegt heute ein Video, was ihr vom Blogger noch nie gesehen habt. Also bleibt dran und schaut das Video. Bis dahin. Weimanns Unheil! PTG Unheil! Hier ein paar Worte! Aber so ein bisschen schräg. Habt ihr mal so ein bisschen schräg? Ein bisschen. Oh, das sieht echt krass scheiße aus, aber. Ja. Alles bestens. Wie steht's? Alles bestens. Ich habe nur kurz eine Frage. Was war dein schlimmstes Jagderlebnis oder dein peinliches Jagderlebnis, was du hattest? Wo ich mit dem Penis auf der Stirn vor 3 Jahren auf der Rückjagd von der Rheinmeister gegangen bin. Morgens. Und da hattest du auch eine Strecke gemacht? Ja, ich habe eine Reh geschossen. Aber im zweiten 3 März, wo ich mir schon mit dem Schnee weggewischt habe. Aber dann war schon alles gut. Also wusstest du das gar nicht, dass du Penis am Kopf hast? Nee, mein Papa hat mich zur Rückjagd gefahren, ohne mich wissen zu lassen, dass ich einen Penis auf der Stirn habe. War nicht so gut. Wen wollen Sie denn fangen? Warum? Wen? Das war riesig, der Kescher. Ich habe mal eine Frage an dich. Was ist dein stärkste Trophäe bis jetzt gewesen? Ob Rehbock, Schwarzwild oder Rotwild? Ich würde sagen, ein Hirsch mit dem 20. Kopfrumpf. Alles klar, Mann! Unerwartet. Und wo hast du ihn geschossen? Bei uns im Revier, im heimischen Revier. Wo ist das Revier? Im Westerwald. Okay, also, ich habe sie gerade gefragt, was so die peinlichste Frage für ein Mädchen wäre. Jetzt bleibst du hier. Und sie hat darauf gefragt, wir sollen mal ein Mädchen fragen, was ist, wenn sie Pipi muss auf dem Ansitz? Geht sie runter oder macht sie es von oben? Ihre Antwort. Sie geht natürlich runter. Sie geht natürlich runter und wird knallrot dabei. Das ist auf jeden Fall mit drin. Wenn du das veröffentlichst, zeige dir an. Also wir haben jetzt hier den exklusiven Namibia-Jäger am Start. Er ist frisch aus Namibia eingereist. Kannst du dir mal ganz kurz in bitte nur 2 Sätzen vorstellen? 2 Sätze hast du. Ich bin Sebastian Fechter und ich komme aus Namibia. Und auf der Farm. Okay, jetzt machen wir mal was Interessantes. So ja, in Namibia, ne? Du hast doch bestimmt schon mal was geschossen? Einiges, ja. Was war das größte Tier, was du da geschossen hast? Mein größtes Tier war ein Eland. Okay. Und die sind halt schon recht groß, also schon vom Körpergewicht schwerer als ein Büffel. Nein, doch. Okay. Ich habe schon auf Büffel und Elefant gejagt, aber selber noch nicht. Okay. Gibt es in Namibia Stöckelwild? Das gibt's ja. Gibt es? Ja. Wie sieht das in Namibia aus? Also wir kennen es von Deutschland. Wir sitzen auf dem Ansitz und dann, wow, da kommt's vorbei. Und ja, manche sind begeistert, manche nicht. Wie seht ihr das in Namibia? Ja, in Namibia, also man muss schon sehr gut suchen für Stöckelwild. Also ist echt nicht so leicht zu finden bei uns. Ja. Ja, die Hauptjagdzeit auf Stöckelwild ist eigentlich so im Dezember. Also so. Im Dezember? Ja. Ah ja, weil es da bei euch warm ist und da ist so Beachpartys und da läuft dann genug rum. Ne? Er versteht sein Handwerk, finde ich gut. Wie schreckt mich der Dreh? Und einfach mal so eine Frage. Also, wenn du so auf Jagd bist, gehst du auch manchmal mit Jungs auf Jagd oder gehst du nur mit deinen Mädels raus? Ich gehe eher nur mit meinen Mädels. Nur mit deinen Mädels? Ja. Yeah. Benehmt ihr euch da anders, als wenn Jungs drauf sind? Eigentlich nicht. Yeah, yeah. Aber irgendwas Spannendes so, was jetzt die ganzen deutschen Blogger mal hören sollen? Nee, komm, jetzt nicht. Hau mal lieber was raus. Nein. Okay, gut, das wird für immer ein Geheimnis bleiben.
Aber wir danken dir, zumindest so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ja, gerne. Machst du denn lieber Drückjagd oder normal ansetzen mit? Drückjagd. Wieso? Weil ich auf Wurfscheibenschützen bin. Weil sie richtig Lust hat, was zu sehen. Oh, ja, stimmt. Das müssen wir jetzt einmal erwähnen. Wir sind nicht nur mit einer Bloggerin hier, sondern, was hast du erreicht im Flintenschießen? Ja, Europameisterin. Europameisterin, das müssen wir mal sich reinziehen. Ja, und mehr gibt's ja schon nicht, oder? Weltmeisterin? Olympiasiegerin? Ich sehe mich gelaufen. Ja? Was macht für dich ein attraktives Jägermädchen aus? Ein attraktives Jägermädchen? Ja. Nee, die richtige Jagdeinstellung muss auf jeden Fall immer sein. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Und natürlich Aussehen muss auch top sein, ne? Also da wird sich irgendwie so eine Bratze ankommen. Hallo, ich heiße Margit Kern, ich suche einen Freund. Was natürlich auch immer wichtig ist, Charakter im Endeffekt ist natürlich auch sehr ausschlaggebend. Ne? Ja. Was macht für dich einen attraktiven Jäger aus? Ich möchte auch gerne eine Frage beantworten. Du kriegst eine Frage gleich. Ich möchte eine Frage zum Schlechtsein. Ich möchte eine Frage zum Schlechtsein. Natürlich Erziehung und Höflichkeit, charmant sein, sowas. Also du hast jetzt die Möglichkeit, ganz Deutschland zu sagen, wie Jägermänner Frauen irgendwie begeistern können. Weil es ist ja schon relativ schwierig. Ganz wichtiger Tipp, nicht schreiben, hey du, willst du mal zu mir kommen, ich lade dich auf einen Bock ein. Das ist direkt so, okay. Dann weiß man direkt, okay, und wenn er hochsetzt, wird er so, na du, und? Das geht gar nicht. Fühlt sich aber gut an. Fühlt sich gut an, ja. Kannst du das normal machen? Na du, kleine Spaß. Vor allem auch Selbstbewusstsein. Es gibt nichts Schlimmeres als die, vor allem, wenn wir jetzt mal bei diesem Online-Thema bleiben, die einem dann so voll wild schreiben und dann in echt so... Ich trau mich nicht. Ja, das ist meist so. Die Leute schreiben einen dann an, können total viel texten und dann sieht man sich auf der Messe und nichts sagen. Nee, das ist mir gar peinlich. Nicht sagen. Ja, top. Leute, das Video geht steil. Sollen wir dich verpixeln? Du hast jetzt die Antwort. Bitte. Okay, sie ist ab jetzt verpixelt. Ich habe hier so einen Pickel, weißt du? Ah, kein Problem. Nein, pass auf. Habt ihr eure Gemälde hier auf Instagram auch? Nein, tatsächlich nicht. Was? Habt ihr heute schon gut verkauft? Ja. Das war einstimmig. Ich finde das gut, diese Stimmung hier. Jagdkrone. Jagdkrone. Okay. Jagd und dann Krone. Ja. Top. Okay, super. Danke dir. Also nur, wenn ich verpixelt werde. Ne? Aber erst ab der Stelle, wo du gesagt hast. Okay, dann vorher hier den Pickel verpixeln. Okay, vorher den Pickel und danach das Gesicht. Machen wir gerne. Dann bist du da komplett verpixelt werden? Nein. So, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt müssen wir einmal mit ihrer Tochter sprechen. Warte doch mal. Kurzes Interview. Komm mit. Moin. Bist du Jägerin? Ja. Echt? Ja. Cool. Hast du Instagram? Ja. Willst du meinen Instagram-Namen sagen? mcklein98. Also, kurze Frage. Wie lange hast du schon deinen Jagdschein? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Hast du einen Freund? Ja. Echt? Was würdest du machen, wenn er denn mal mitkommen würde auf den Einsatz? Im Sinne von? Denk dir was aus. Die Bankbreite ist breit. Nee, nicht auf dem Ansitz. Nee, nicht auf dem Ansitz? Schon wieder so eine vernünftige Idee. Nur vernünftige Worte. Was war dein stärkstes Tier, was du geschossen hast? Mein erster Bock. Dein erster Bock? Wie alt war der? 2 bis 3 Jahre. Und ein richtig schöner Sechser? Ein gerader Sechser und eine Stange ganz weit unten schon gespalten. Okay, top. Perfekt. Danke dir. Gerne. Kommt nachher auf YouTube, okay? Ist das okay für dich? Ja. Super, danke. Mach mal den Scheiß aus, Junge. Sonst fliegst du gleich, aber deine Kamera. Die möchte auch noch was sagen. Was ist für dich der attraktivste Jäger? Du, wenn du tanzt. Ich, wenn ich tanze? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
So, die Messe ist jetzt vorbei. Wir haben für euch ein paar crazy Fragen gestellt, verrückte Antworten auch bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, euer Jagdkrone. Ciao.